Hallo und willkommen zur Account-Gewinnspiel-Auflösung. Die ist jetzt ungefähr eine Woche her, oder ja, eine Woche müsste es ungefähr sein, plus minus ein, zwei Tage. Und ich habe ja gesagt, in ein bis zwei Wochen wird es aufgelöst und da es jetzt schon wohl so aussieht, als würde nicht mehr so viele kommentieren, werden wir das deswegen heute auflösen. Auf Facebook kamen schon ein paar Nachrichten, wann es denn soweit sei, auf YouTube hat das noch keinen gejuckt. Aber wie gesagt, Facebook ist da schon ein bisschen ungeduldig geworden, das heißt, wir sollten das langsam erklären. Trotzdem gehen wir der Reihenfolge nach und zwar habe ich zuerst im Video den YouTube-Account vorgestellt, den hier. Dementsprechend wird der hier jetzt zuerst aufgelöst. Ich habe hier wieder den YouTube Random Kommentar Picker offen und der erste Kommentar, der jetzt hier gepickt wird, der mir signalisiert, dass er denn den YouTube Account hier gewinnen möchte, den Anfänger Account, der bekommt den dann jetzt auch. So, wir kicken jetzt auf Randomly Pick a Winner. Ich habe erstmal auf Most Liked Comment gedrückt, das ist meiner hier gewesen. So, Randomly Pick Winner. Cooles Video, will mitmachen. Fabian Dorfer. Mal sehen, ob wir den auch hier in den Kommentaren finden vielleicht. Fabian. Dann können wir auch nochmal das Profilbild kurz checken. Okay, wird jetzt ein bisschen schwer irgendwie bei den ganzen Sachen. Aber er wird ja seinen Namen erkennen. Du musst dich jetzt mal so... Ja, ich würde sagen, die Woche bis zum Freitag jetzt hast du Zeit. Weil am Wochenende würde ich dann nämlich nochmal auslosen. Fabian Dorfer, du solltest dich bis Ende der Woche circa... Kann ich dich sogar aufrufen einfach? Ja, du solltest dich bis Freitag circa melden jetzt zu den nächsten... Dass du den Account haben möchtest, am einfachsten wäre das über Twitter. Über Discord wäre es natürlich noch einfacher, aber Twitter, Discord oder halt YouTube-PN, wenn du weißt, wie das geht. Melde dich da irgendwo, ich werde dir den Transfercode dann schicken. Glückwunsch an dich, tut mir leid an die anderen natürlich auch. Es werden noch mehr Account-Gewinnspiele kommen, keine Sorge. Und wir gehen jetzt zum Facebook-Account-Gewinnspiel-Auflösung. Wir hatten hier 124 Likes und 176 Kommentare, von denen ungefähr 130, sage ich mal, Teilnahmen waren, weil viele haben natürlich doppelt kommentiert und jetzt kommt der geile Scheiß. Da das ein Facebook-Post ist und dann noch zu in einer Gruppe, kann ich das nicht einfach durch einen Random-Generator jagen, so wie hier. Es gibt Facebook-Random-Generatoren, aber halt nicht für Gruppenposts, weil die ja nicht angezeigt werden so einfach. Heißt, ich durfte alle eure Namen hier einmal süß abtippen, was unfassbar nervig war. Aber gut, jetzt stehen hier alle drin ohne Wiederholung, das habe ich gecheckt, so ist es nochmal doppelt sicher. Und jetzt werden wir hier auf Randomize klicken und dann den Namen sehen vom Gewinner. Also hier auch, ich habe gerade Tinnitus bekommen, super geil. Also hier auch nochmal viel Glück an alle. Und ja, erster Platz ist Miguel Mango. Mango, sehr schöner Name. So, mal sehen, ob wir den hier finden. Miguel 0, okay. Bisschen falsch geschrieben? Ach nee, er zeigt die Namen allgemein nicht an. Gut, Miguel Mango. Wie finden wir dich denn jetzt hier? Ja, du wirst schon checken, dass du gewonnen hast. Ich werde jetzt hier nicht ewig durchscrollen, sind halt extrem viele gewesen. Glückwunsch also an dieser Stelle an den ersten Account-Gewinner. Moment, wir zeigen das hier nochmal schön. Der Gewinner vom Super17-Account hier ist der gute Fabian Dorfer und der Gewinner vom Global Gugeta-Account ist der gute Miguel Mango. Tut mir leid an alle anderen, die jetzt hier nicht gewinnen konnten, da 110 insgesamt, die richtig waren. Tut mir leid an alle anderen, es wird noch mehr Account-Gewinnspiele geben. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Super Saiyan 4-Account, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob der Code funktioniert. Heißt, jetzt keine Hoffnung machen. Ich hoffe, das Gewinnspiel hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein, Tschernobyl und ciao!